Schön, dass ihr dabei bist bei euch und herzlich willkommen zu einer neuen Video von den Disney's Call of Duty Modern Warfare. Und Leute, wir werden heute die heftigste Waffe in Modern Warfare spielen. Die krasseste Waffe, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Fucking AS-Wahl. Leute, ich habe sie Level 8. Ich habe gerade eben eine Runde Multiplayer gespielt, okay? Da hatte der Gegner diese Waffe mit guten Aufsätzen. Ich habe sie einmal aufgehoben. Sie hat rasiert. Die hat komplett jeden gebumst. Und dann dachte ich mir so, ey, ich möchte sie auch gerne ausprobieren. Und ich habe sie gerade mal auf Level 8. Ich habe dann eine Runde mit der gespielt und sie hat komplett rasiert. Ich wünschte, ich hätte es aufgenommen. Mit diesem Laser, mit diesem Perk hier, werden wir in die Runde joinen. Und Leute, ich sag's so, wie es ist. Waffe ist krass, what the fuck? Gut, es könnte auch sein, dass es schon bekannt ist, dass es die heftigste Waffe der Welt ist. Und das Video, was ich jetzt mache, ist richtig unnötig, weil dann höchstwahrscheinlich Titel schreiben werde. Die heftigste neue Waffe in Modern Warfare, obwohl sie gar nicht neu ist. So, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, entweder ihr kennt die Waffe und es ist jetzt richtig peinliches Video, weil ich mich zum Affen mache, oder ihr werdet ab sofort eine neue Lieblingswaffe haben. Okay, passt auf, Leute, passt auf. Tot. Tot. Dieser Piper, oh Gott, ist der, oh, der Piper ist gut. Pass auf, Leute, pass auf. Okay, der Vorführeffekt haut gerade ein bisschen rein. Tot. Tot. Also, tot. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe davor immer die MP7 gespielt. Junge, die Waffe ist so gut. Ich dachte, ich habe ein Wurfmesser, deswegen habe ich das C4 geworfen. Da habe ich gemerkt, oh, ich habe gar kein Wurfmesser, deswegen wollte ich das C4. Ich muss noch dazu natürlich sagen, ich bin nicht aufgewärmt. Achso, und falls euch die Waffe, ich liebe die Waffe. Und Piper ist der Beste. Falls ihr euch fragt, wieso ich immer auf Shoot the Ship spiele oder so diesen Modus halt mit diesen gleichen zwei Maps. Der Rest ist kacke. Die anderen zwei Maps sind absolute Piper-Hook, Digga. Tot. Tot. Nachladen. Tot. Tot. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Die Waffe ist krass. Hä? Kennt man die? War die schon immer so krass? Spielen das überhaupt alle? Die Waffe ist so heftig. Oh mein Gott. Und denkt dran, Leute. Ich wiederhole es das fünfte Mal jetzt. Die Waffe hat zwei Aufsätze. Gut, ich glaube, es gibt noch ein kleines Problem. Das heißt, es könnte daran liegen, dass ich denke, dass die Waffe nur gut ist, obwohl jede Waffe so ist. Ich spiele halt immer die MP7 und weiß, dass die MP7 mit dem Geld nicht wirklich die beste Waffe ist. Aber es ist halt die MP7, Leute. Ich habe wieder vergessen, ich habe kein Wurfmesser. Und Pre-Aim? Oh. Digga, dieser Piper, der nimmt es persönlich. Aus der Hüfte. Auch aus der Hüfte ist die krass präzise. Schmeckt, Digga. Digga, was ist das hier? Digga, spielen wir gerade irgendwie den Zweiten Weltkriegssimulator oder... Ist das normal? Ist das... Digga, es gibt so viele Sachen. Wann habe ich das letzte Mal das Spiel gespielt und wir haben sogar noch verloren? Nur 99 zu 100? Wann habe ich das letzte Mal das Spiel gespielt? Vor einem Jahr oder so. Als ob COD so viele Updates rausgebracht hat für das Spiel. Ja, Leute, 21-19. Wenigstens positiv. Schau mal kurz hier, Level 12. Vielleicht haben wir was freigeschaltet. Nice. Aim down. Oh, Bull Velocity ist, glaube ich, besser. Egal, scheiß drauf. Dann packen wir hier einen Grip. Oh mein Gott, für mehr Aim Stability. Nice. Digga, wer spielt so eine Waffe mit sowas? Für ein bisschen Abwechslung machen wir mal wieder Quickplay, okay? Shoot the Ship ist geiler. Die zwei coolsten Maps, also die nicht coolsten Maps, aber da, wo die meiste Action ist. Hier auf dem Kanal brauchen wir ein bisschen Abwechslung. Abwechslung ist das Wort. Und ich spiele jedes Mal COD. Krasse Abwechslung, Theo. Einmal sage ich, komm, ich spiele mal nicht Shoot the Ship. Ein bisschen Abwechslung, damit meine Zuschauer auch mal eine andere Map sehen. Und dann lande ich auf Piccadilly Circus. Ich glaub's nicht. Also will mich das Spiel eigentlich verarschen? Will mich das Spiel eigentlich verarschen? Nee, raus. Obwohl, komm, ich mach einen Kill. Die ASW ist vielleicht so geil, dass die Piccadilly Circus zu einer geilen Map macht. Nein, Ricardo holt mich. Ich könnte schwören, es ist der Ricardo vom letzten Mal. Quickplay, komm, letzte Chance. Wenn ich jetzt wieder eine richtig beschissene Map kriege, spiele ich nie wieder Quickplay. Ich spiele absolut nur noch Shoot the Ship. Nicht zu klein, aber auch nicht so groß. Bitte. Bitte. Und ich Piccadilly Circus natürlich. Cheshire Park. Eine frische Runde mit der heftigsten Waffe der Welt, Leute. 2, 1, let's go. 1. 2, guck mal. Ich hatte 6 Schüsse in meinem Magazin. Ich habe ihn geholt mit 6 Schüssen. Die Waffe ist heftig. Leute, wie heißt die Waffe nochmal? AS-Wahl. Leute, spielt die AS-Wahl. Also hier campen meistens die Sniper und snipen dich von Usbekistan nach Afghanistan. Ja. Deswegen spiele ich meistens Shoot the Ship und ja, deswegen, genau deswegen. Also es ist wirklich nur Camper. Und oh mein Gott. Er hat Einsatzschild. Wohin wechselt er? Was ist da der Secondary? Eine Schrotflinte. Mit Feuermunition. Ich habe Quickplay eine Chance gegeben. Es hat mich einmal auf Piccadilly Circus gebracht und einmal eine okay Map mit etlichen Campern. Komm, Shoot the Ship. Sorry. Wir werden jetzt die nächsten Monate immer die gleichen Maps sehen, okay? Man könnte denken, es ist das gleiche Video seit Jahren, aber ey, scheiß drauf.
Wenn Modern Warfare keine Maps machen kann, dann ist es halt so. Okay, Freunde, wir droppen rein in Shipment. Wir verlieren. Natürlich ist mein Team am losen. Und das sind zwei, das sind zwei. Okay, aus der Hüfte. Aus der Hüfte könnt ihr sie auch spielen. No joke. Wenn es die Waffe in Warzone 2 geben würde, es ersetzt vielleicht die PPSA. Ich sag's euch so, wie es ist. Du, das war gerade ein Vorführfeld. Ich hätte die eigentlich geholt. Kurz nachladen. Oh mein Gott, Mr. Maie. Okay, okay. Hopp, hopp, hopp. Aus der Hüfte. Wichtig und richtig. Kurz nachladen. Spritze geben. Und Pre-A. Und... Also gerade hat sich irgendwie das Blatt gewendet. Irgendwie kriege ich halt nur auf die Fresse. Was ist los? Was ist passiert? Habe ich ein Briefing oder sowas verpasst? Das war mir ein bisschen verschwitzt. Die AS-2 ist eine gute Waffe, aber eine gute Waffe macht dich noch lange nicht so einen guten COD-Spieler, meine Freunde. Also ich wollte es euch nur damit sagen, also nur damit ihr es wisst, egal wie gut die Waffe ist, es kann nicht ein Noob hinter dieser Waffe stehen. Seht ihr? Das meine ich. Shoot the house, next round, Abfahrt. Wieder reingejoint, die sind am Gewinn. Alright, 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 das ist krass. Spanky Johnson. Er hat mich einfach ins Multiversum geschickt. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Dreckswaffe? Machen wir mal einen Kill, ne? Machen wir jetzt mal wohl einen Kill. Oh mein Gott, da liegen wieder Kali-Sticks. Ich muss kurz die Kali-Sticks aufheben. Im letzten Video habe ich es nicht geschafft. Guck mal, das sind die Kali-Sticks. Menschen spielen mit Kali-Sticks. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark die sind. Ach du Scheiße. Okay. Was war denn das jetzt? Let's go. Let's go. Einer links. Einer links hier oben. Nope. Hinter mir war auch einer. Wait a minute. Wir spielen Team Deathmatch. Wieso geht's? Wieso ist nicht bei 100 zu Ende das Spiel? Geht Team Deathmatch in Modern Warfare bis 200? Let's go. Spanky Johnson habe ich geholt. Der Johnson kann jemand anderen spanken. Hatten die beide Kali-Sticks? Das sah so aus. Es sieht halt Real Talk richtig gruselig aus, wenn jemand mit Kali-Sticks zu dir rennt. Er rennt zu dir hin, als ob er deine Seele auffressen möchte. Da sind Kali-Sticks, da sind Kali-Sticks. Ja, so OP sind Kali-Sticks. Er hat... Oh mein Gott, Spanky Johnson, es tut mir leid. Aber ich spiele jetzt mit den Kali-Sticks. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ich die Kali-Sticks freischalte. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das mache. Gefühlt spielt ja jeder mit den Kali-Sticks. Das heißt, es kann jetzt nicht so schwer sein, die freizuschalten. Guckt euch, wie overpowered das ist. Guckt euch, wie overpowered das ist. Okay, Spanky Johnson ist besser. Die sind wieder Kali-Sticks, oder? Oh mein Gott. Das ist lustig. Eigentlich sollte das Video über eine AS-Wahl gehen, aber irgendwie spiele ich die Kali-Sticks mehr und ich rede mehr über die Kali-Sticks. Und irgendwie hat gerade jeder vergessen, was die AS-Wahl überhaupt ist. Never mind, die AS-Wahl ist die stärkste Waffe der Welt. Capri-Sonne holt mich. 3, 2, 1... Ja, mich nennt man auch den Timing-Boss 1, 2, 3, wollte ich nur mal gesagt. Digga, was ist das hier? What the fuck? Ist Tor hier gelandet oder was? Spanky Johnson kommt mit seiner Spanky Sniper. Aber eigentlich, Real Talk, das ist eigentlich voll das gute Video, was ich hier zeige. Und zwar, egal wie gut die Waffe ist, es kann nicht Noob diese Waffe spielen. Ihr braucht trotzdem Aim dafür. Das war gerade mit Absicht. Also, ich wollte euch gerade damit demonstrieren, dass wenn ihr kein Aim habt, dann... Also, ich habe mit Absicht nicht hingezielt. Also, ich habe mit Absicht schlecht gezielt. Was soll ich machen, wenn Spanky Johnson im Gegnerteam ist? Was soll ich dagegen machen? Digga, Spanky Johnson ist einfach der Beste. Ja, läuft einer. Ist er, kommt er von links oder rechts? Er kommt von rechts. Geiler Spawn, oder was? Geiler Spawn. Er tötet mich und dann spawn ich direkt neben ihn. Gebe ihm meine Karma-Shell. Let's go. Auf jeden Fall, Leute, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne ein Like da. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Es ist für mich jeden Montag, Donnerstag, 16 Uhr. Wir sehen uns zusammen. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.